Und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered. Letzte Woche bin ich stehen geblieben. Letzte Woche hatte ich einfach echt gesagt keine Zeit, keine Lust, ja, noch aufzunehmen. Da war allerhand noch los hier. Und. Falscher Spiel, siehst du. Machen wir später. Ja. Dann wollen wir mal. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vor. War das schon alle? So. Ja, dann können wir jetzt Laptops bauen, die gehen. Das Stück hätte ich letzte Woche auch, letztes Mal auch noch gehen können. Alles mögliche fotografieren, dürfen wir nicht vergessen. Das ist einfach Hammer so ein Ding, ne? Bitte, ich will nicht ausschalten. Noch mehr Chips. Schokolade. Nix. Flashback. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Hahaha, willkommen beim Zirkus der Erde. Oh, das hat man gehört, ne? Vielen Dank. Genbank braucht es nicht. Gleich Zigarettenarbeit. Kann man schon wieder kaufen. Hat auch Geräte, oder? Auch geschissen. Alles wird schlecht außen, halt stopp, verkehrt. So, wie gehen wir? So, wunderbar. Perfekt, fertig. Zack, fertig, abgeschlossen. Ich hab einfach zu viel. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir wären alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Okay. Aber jetzt haben wir aber was drauf passen. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Bist du so sicher? Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Oh, ja, das ist es halt so. Man schon Angst vor dir, mein. Ich glaube weniger.
Teil bei Darm. Hab ich vergessen, die auf jeden Fall. Sie sind überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Oh, wunderbar. Schaffe es, dass wir jetzt da. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst! Raus da! Wir treffen uns woanders wieder! Was haben wir hier? Findest du falsch? Ab heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin Sie quatschen. Sie hat ziemlich einen Knacks. Genau wie alle anderen Häftlinge, die Sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunge aussehen wird. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. Das war mal ein U-Boot. Da! Du schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Oh, hier. Mach, dass du rauskommst. Ab nach Arcadia. Herrgott nochmal. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Tja, nicht mein Problem. Es kommt die kleine Motte, glaube ich, ne? Oder war es noch eine zweite? Ah ne, das kleine Motte kam eigentlich eins später. Wird eine kleine Motte.
geworden sind. Und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn. Und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunger, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Mhm. Meinst du, ja? Da bin ich aber letzte Woche überzeugt von. Als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Medipack. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirt gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon... Das Pflaster. Hallo, Stucke. Nach oben.
So. Ich muss erstmal hier umsehen, ne? Autoecker voll. Okay, Ort neu. Das soll leer sein. So, hier ist nichts mehr. Kann man gehen fahren? Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Weg ist hier. Die Patronen sind überreicht, ist klar. Ich war immer noch nicht richtig gemacht, weil ich wollte immer alles wegkriegen, oder? Das ist schlimmer bei mir. So, macht Spaß. Zeit, Niveau zu sagen. Heißt, Niveau auf Wiedersehen zu sagen. Und ja, ich würde sagen, was ist dann. Thank you.
Aber bitte gerne. Hacken. Ich muss sagen, das haben wir gewonnen. Auch noch. Und ja, so. So. Stickstoff nachfahren. Und Schrot. Also hatte ich ja auch schon. So. Panzerbrech. Was noch hier? Ich muss den Schemel einfach machen. Oh. So. Nein. Die kann man auch, ey. Alarm ist nicht gut. So, jetzt haben wir aber. Du bist ein Nichts, ein Niemand. Ich werd nach Zeit bezahlt, du Null. So. Okay. Ja, und geschwindet. Ionische Stroh, Verbandskasten. War da auch schon. Das war mein Elektro. Mit der Bubbles sind sie hier irgendwo. Vielleicht versteckte Leichen. Ich muss sofort machen. Was? Hallo? Ja. Gequäset nicht. So, aus dem Haus, ey. Ich
Ich hab gerade ein ganz mieses Gefühl. Muss mal gerade nachgucken, ja, manchmal gerade. Ja. Ich hab mir irgendwie gedacht, ich hab mal wieder verpasst, die Folge zu beenden. Ist da auch noch, das hat die Klinge aus dem Haus. Wer ist denn laufen? Ich lauf bestimmt nicht. Wann läufst du jetzt? Ach, oben geht's weiter. Schön. Hier was Neues. So. Also. Hacken auf jeden Fall. Scheiße. So. Jetzt haben wir aber gewonnen. So. So. Und senkrecht. So. Waagerecht. Und so ein. So. Aua. Vor. Das war auch. Wer ist denn? Weiß nicht, weil Elektro ist gerade hier. Nicht ganz empfehlenswert. Ich hab schon in der Schatten bekommen jetzt. Letten. Doch. 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 Hehehe. Man kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Mit der Rede, Digga. Vielen Dank.
herzlichen Dank. Bitte, bitte. Ich muss jetzt in die Haier, Mr. Bubbles. Dann geh du in die Haier. So. Was nehmen wir denn? Den. Das war mal so. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Übrigens kommt dann morgen am Dienstag keine weitere Folge. Ne? Ihr habt ja jetzt schon dort eine Doppelfolge sozusagen. Also da geht's lang. Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken, wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Lass doch mal lieber, wir müssen eh gleich hier runter. Das war ich, ne? Das wird eh nichts machen. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Das war Packen aber noch schwieriger, ehrlich gesagt. Ja.
So. Ach, da. Letzter Kraft noch einer dicht. So, es hat ein bisschen Zeit geworden, um die verschiedenen Dinge noch zu finden. Ah, ich hab kein. Scheiße. Den Bogen. Was ist los mit dem Bogen? Ich hab keinen Bogen mehr. Nach oben rechts. Ich hab keinen Bogen mehr. Scheiße. Mich. Dummes Ding da. Also war kein Assistor dabei. Man hat nur einen Versuch da ja eine. Wollen wir auch mal eine Menge? Hi, ja, Mr. Bubbles. Geh mach mal hinterher. So. Und hiermit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.